Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren ACC-Video. Wir sind in Zandvoort im Audi R8 LMS Ultra von 2015. Qualifying bin ich zu spät gewesen, Start von der 11, ich habe keine Runde setzen können. Und ja, los geht's, mal gucken, was so möglich ist, wenn der Kollege nicht was losfahren würde. Stehen da vorne auch gut. So, mal gucken, wann es losgeht. Jetzt geht's los. Der Start war, denke ich mal, nicht so schlecht. Ups, sorry. Jetzt hat ich mich nicht so spät, aber da hat's gewacht. Okay, war kein guter Start. Wir haben eher Position verloren. Bentley kriegen wir jetzt vielleicht. Oder nicht. Bisschen hart wegen dem Curb. Ich habe keine Ahnung, auf welchem Platz wir sind. Oh, da vorne wird einer weggedreht. Das ist ein McLaren, glaube ich, gewesen. Okay, das kurze Auto ausgebrochen in der Kurve. Schaden. Ja, minimalen. Car on the left. Clear on the left. Den habe ich nicht gesehen. Ein Fehler. Wow. So was sollte man nicht über den Kopf. Okay, wir scheinen Elfter zu sein. Also kein Platz gewonnen, aber auch keinen verloren. Und nach vorne eine Riesenlücke haben wir. Car on the right. Clear on the right. Car on the right. Clear on the right. Clear on the right. So, jetzt haben wir die Position auf, oder den können erstmal. Durch den McLaren, der da etwas aggressiv war. Ist nicht sein Ernst, jetzt hier vorbeigehen zu wollen, oder? Das ist sein Ernst, aber nein, das schafft er nicht. Oh, nicht das Auto, das Heck ausgebrochen. Car on the right. There's a slow car up ahead. Clear on the right. Oh, vielleicht das war zu spät. Car nicht zu sehr nach hinten geguckt. Clear on the right. Car on the left. Clear on the left. Car on the right. Ja, bis jetzt läuft noch gar nicht so. Oh, da steht ein Porsche. Das war's mit dem Porsche. Er wird geraged und geflamed. Typisch für Open Lobby. Es ist seit langem mal wieder eine Multiplayer-Folge, halt mir gerade, oder Open Lobby-Folge. Ey, wo hatte ich denn jetzt Track Limits?
Gelb voraus. Slow car ahead. Weiße Flagge. Okay, das ist ein McLaren, glaube ich, gewesen. Der da stand. Oder langsam war halt, warum auch, wie auch immer. Geblieben. Oh, da steht noch einer. Das ist ein McLaren. Kriegen wir jetzt. Das ist ein special place for people like you. What the fuck? Also vorne kann ich nicht mithalten. Die Jungs sind mir zu gut heute irgendwie. Hinter uns. Car on the right. Oh, da hat's gekracht. Clear on the right. Bentley haben wir jetzt also wieder. Nach uns der McLaren gekriegt hat. Oh, shit. Alter. Ich bin nur noch gerutscht gerade. Ich bin gerade nur noch gerutscht und dann bin ich halt in die Box reingerutscht. Oh gut, reparieren wir unseren Schaden damit. Oh wait, ich glaube, ich bin gerade. Bin in der Box. We've been given a stop and go. Oh fuck. Ja gut, das war's mal wieder komplett. Ich bin an meiner Box vorbeigefahren und hab dann noch einen Drive bekommen. Ist auch hinter mir interessant. Es sind nur noch 8 Minuten in dem Rennen. 5 Minuten sind wahrscheinlich noch, bis wir in der Box wieder raus sind. Geht die Kurve. Das ist halt das Problem bei ACC aktuell bei mir. Ich habe immer so lange Pausen drin und dann, ja, kriege ich immer nichts auf die Reihe. Aber ich höre das Game trotzdem gerne. Macht schon Spaß, trotz alledem. Nichtsdestotrotz habe ich mich halt aktuell eher F1 verschrieben. Also, ja. Es wird eine Phase geben, wo ich mehr ACC spiele. Das wird safe auch noch kommen, aber aktuell ist F1 mein Fokus. So, jetzt Boxen nicht verpassen. Oh, und das Auto, die Anfang. Erstmal jetzt die Schäden reparieren, ja. Also das war absolut stupid. Jetzt stehen wir hier halt 4 Minuten rum erstmal. So, 3, 2, 1. Jetzt geht's wieder raus. Repariert das Auto. Faster car coming up behind you. Toll, die Strafe haben sie aber nicht abgesehen. Oh Mann. Werde ich jetzt noch nicht mehr absetzen. Ziel ist einfach nicht letzter werden. Ist immer aktuell tatsächlich noch nicht, also. Alles gut. Slow car ahead. Yellow flag, be careful there. So, wo steht er? Steht doch gar keiner. Wo ist denn der Gap? Doppelt gelb sogar. Das war wahrscheinlich hinter mir. There is a slow car up ahead. Yellow flag, be careful. Steht jetzt doch irgendwo.
Ich verstehe es nicht, da ist keiner vor mir. Warum? Warum habe ich denn schlecht gelbe Flaggen angezeigt, wenn da nicht mehr jemand ist? Der Rage-Engel. Hey, jetzt bin ich wieder älter. Okay. Wow. Also war da doch irgendwo gelb, ich hab's das nicht gesehen. Ich verstehe es nicht. Irgendwo wird es sein. Ach doch, das ist der 10. ist 42 Sekunden vor uns selbst. Leaders on final lap now. So, letzte Runde. Also 5 Runden bin ich gewonnen, also. Obwohl, wait, das ist die letzte Runde schon für mich. Glaube ich. Ja, das ist die letzte Runde schon für mich, würde ich behaupten. There is a slow car ahead. Hey, 10. jetzt noch. Der 9. ist 33 Sekunden vor uns. Geht's über die Linie und dann und das ganze 5 Runden auf Zandwort. Eieiei. Ah ne, doch nicht. Be careful. We have a stop and go penalty. There's a slow car ahead. Kriegen wir. Das wurde der 6-Platzierte. Und da vorne ist noch einer langsam. Ich würde behaupten, es hätte den mein Herz gekauft. Oh, Ehrenmann, der macht Platz. Also hier sind auch gute Fahrer unterwegs. Die wissen, wie es fahren funktioniert, sagen wir es mal so. Aber es ändert für mich eh nichts. Ich bin immer nur 10. Komm ich einen Platz höher ins Ziel, als ich los bin. Das ist ein anderer Audi, wir sind sowieso gerade 9. Gut. Beenden wir das Rennen hinter einem anderen Audi. Sieht doch auch gut aus. Wir können ihm den McLaren so ein bisschen noch vom Hals halten. Von diesem etwas kürzeren Zandvoort-Rennen. Ich hoffe, dass es euch trotz alledem gefallen hat und wir sehen uns dann morgen wieder bei, ich glaube, Fahrerkarriere oder Korbkarriere. Ist ja egal, ihr werdet sehen. Bis dann wünsche ich euch eine schöne Zeit und ciao, ciao.